Ein tragischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Mittwochabend auf der K1231 bei Großbettlingen ereignet. Ein 39-jähriger Honda Jazz-Lenker bog kurz nach 18 Uhr von der K1232 in die bevorrichtigte K1231 ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes-Transporter, welcher sich auf der Fahrt von Bempflingen nach Nürtingen befand. Durch den seitlichen Aufprall wurde der 39-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Wir mussten eine Crashrettung einleiten. Zur Crashrettung, da wurde eigentlich so vorgegangen, dass man die Person relativ schnell, ohne sich dann auf die Person zu konzentrieren, im Prinzip die Person relativ schnell rausholen muss aus dem Fahrzeug, einfach um, dass der Notarzt im Prinzip dann die Erstmaßnahmen lebensnotwendige Maßnahmen ergreifen kann. Von der Leitstelle war der Notfallseelsorger war vor Ort und hat im Prinzip dann mit uns allen gesprochen. Ich habe im Vorfeld auch mit unseren ganz jungen Kameraden, die ja eigentlich, wir hatten jetzt ein paar dabei, die waren zum ersten Mal eigentlich im richtigen Einsatz. Frisch von der Jugendfeuerwehr, die hat es dann im Prinzip schon mitgenommen und die einen haben wir jetzt ins Magazin gebracht, weil er sagt, ihm geht es nicht so gut und da haben wir jetzt auch nochmal in der Leitstelle angerufen, dass der Notfallseelsorger noch mal zu uns fortkommt. Insgesamt geht man derzeit von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro aus. Wir hatten hier zwei Verletzte. Der Fahrer des PKWs wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Transporters gilt als schwer verletzt und wurde von uns in eine nahegelegene Klinik transportiert. Neben Polizeikräften waren auch 8 Fahrzeuge mit 46 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Großbettlingen und Nürtingen an der Unfallstelle. Unterstützt wurden sie durch 9 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit 5 Fahrzeugen. Die K1231 musste bis 0.32 Uhr komplett gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Die Verkehrspolizei in Esslingen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 0711 3990 420.